Hey Leute und willkommen zurück bei Resident Evil 4, wo wir jetzt durch diese Tür hier gehen. Wir müssen ja rein theoretisch eigentlich zum Friedhof. Ah, wie war das hier nochmal? Das musste man, glaube ich, abschießen, oder? Jawohl. Du erhältst Spinell. Ja, sehr schön. Ach so. Hier müssen wir die Luke öffnen. Kerze? Kann man da irgendwas machen? Nein. Ach. Ach so, wenn ich die Lampen abschieße, ist denn da irgendwas drin befestigt? Nicht, dass ich das jetzt hier total umsonst mache, ne? Aber... Ah, da oben... Ja, komm, die schießen wir gleich auf jeden Fall ab. Ich meine, das sind alles Sachen, die wir beim Händler verkaufen können. So. Und das auch noch. Hat er jetzt überhaupt nicht getroffen, aber es fällt trotzdem runter. Das ist natürlich schön. So, zweimal Spinell. Got something that might interest you. Ach, er schon wieder. Ja, du hast... Ja, und fremder Glück mit den Medaillen gehabt. Denk daran, du musst 10 oder mehr treffen. Ja. Okay, erstmal verkaufen. Sturmgewehrmunition. Ich glaube, das werde ich echt nicht kaufen, oder? Ne, Moment. Ich schaue lieber erstmal hier nach dem Hühnerei. Und Spinell haben wir 5-mal. Den Rubin. Das behalten wir erstmal noch. Maske mit Kerben, da müssen wir was einsetzen. So, Aktenkoffer M. Ist nützlich, brauchen wir aber momentan noch nicht. Außer natürlich, ich kaufe das Sturmgewehr. Das ist ja relativ groß, belegt relativ viele Plätze. Und da müsste ich dann auch schon den Koffer kaufen. Schulterstütze, nee, das finde ich Quatsch. Zielfernrohr ist sowieso nicht... Oh, das wäre doch was. Das wäre doch was. Total unordentlich hier. Ja, das Problem ist, wir haben 17 Schuss für die Pistole, 9 sind noch drin. 51 für die Maschinenpistole. Ja, komm. Dann verkaufe ich die hier. Beim nächsten Mal kaufe ich das Sturmgewehr dann aber auf jeden Fall. So, was können wir tun? Das Gewehr oder die Maschinenpistole? Kostet 7000. Ach komm. Ladegeschwindigkeit, Kapazität. Ach komm, machen wir alles. Jawohl, jetzt können wir nochmal gucken, was wir fürs Gewehr haben. Ah, fürs Gewehr habe ich gerade eh keine Munition. Deshalb, ich mache erstmal nur das hier. Und das soll es dann echt gewesen sein. Ich hoffe, das war jetzt eine weise Entscheidung, was ich hier so gekauft habe. Oh, hier ist es wieder ein wenig lahm. Woran liegt das? Ist das immer, wenn man in neue Gebiete kommt? Das ist nicht so schön, finde ich. Und das ist dann wohl der Friedhof, wo es, glaube ich, 5 Medaillen geben soll, oder? Ja, ja, schrei doch nicht so rum. Ich glaube, hinter mir sind auch welche. Deshalb gehe ich mal lieber hier hin. Oder kommen die auch von hier? Nee. Da ist einer. Hey, das war voll in den Kopf. Der ist weg. Ah! Ha! Sehr gut. Nur die beiden. Okay, das geht ja noch. Und Pistolenmuni, ja. Immer gerne, immer her damit. Und Kohle. Okay, erstmal die Medaillen. 2 habe ich jetzt auf Anhieb gesehen. 3. So, 6 haben wir. Ja, ich möchte wenigstens die 10 haben. Also das auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, welche
Pistole es dafür gibt, ob die besonders gut war. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir die Möglichkeit wenigstens hätten, sie zu kaufen. Hm, hier stehe ich irgendwie doof. Hier stehe ich anscheinend auch irgendwie doof. So, das sieht doch schon besser aus. So, 8 haben wir. Okay. Ja, ist ja gut. Man hat immer... Oh Gott, der Dynamit. Shit. Man hat echt immer das Gefühl, man schießt den so total in den Kopf und dann klappt es trotzdem nicht. Komm schon. Am besten erst den mit dem Dynamit weg. Shit. Nein, 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 nein. Kannst du jetzt mal bitte in die Luft fliegen da hinten? Jawohl, hat er den hier vorne mitgenommen? Das ist sehr schön. Aber da war doch noch einer, oder? Waren das nicht 3? Waren das nicht 3? Da ist eine Medaille. So, eine noch. Boah. Sehr schön. Lässt sich nicht öffnen. Das ist schade. Dort ist eine runde Öffnung. Vielleicht passt etwas hinein. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Ja, klar. Das kriegen wir schon hin. Okay, eine runde Vertiefung. Ich würde mir die gerne mal eben anschauen. Ah ja, rund. Was ist denn hier? Kommen wir da rein? Das Ding rührt sich nicht. Ist wahrscheinlich von der anderen Seite verschlossen. Okay. Oh. Hallo. Ah, boah. Boah. Ist hier vielleicht irgendwo noch eine Medaille, bevor ich jetzt hier mir dieses Ding anschaue? Ja, und damit hätten wir unsere 10, wenn ich die hier jetzt treffe. Jawohl, wir haben 10. Super. So, was ist das? Hier steht 3 Familieninsignien der toten Zwillinge. Die Zahlenscheibe lässt sich nur im Uhrzeigersinn in Dreier- oder Viererschritten drehen. Um wie viel weiter drehen? Okay, da ist auf jeden Fall irgendwas drin und ich kann mich auch daran erinnern, dass das optional war. Also das müssen wir jetzt hier nicht machen, aber ich möchte es gerne machen. Und ich denke, dazu sollten wir vielleicht auf dem Friedhof nochmal nachschauen. 3 Familien mit Zwillingen. Erinnert mich gerade total an Project Zero 2. Muss ich gleich auch noch aufnehmen. So, das hier sieht doch nach Zwilling aus. In diesem Grab sind Zwillinge begraben. Es ist eine andere Insignie. Vielleicht haben alle Gräber verschiedene. Achso, verschiedene. Okay, das sieht so ein bisschen aus wie ein M. Dann haben wir da noch was. Das sieht ein bisschen aus wie ein Z. In diesem Grab sind Zwillinge. Achso, okay. Also, wir haben M, wir haben Z. Und da oben, glaube ich. Und das ist ein V. Sage ich jetzt einfach mal. M, Z und V. Wie der Wind hier rauscht, ne? Kein Ast, kein Grasbüschel bewegt sich, aber der Wind rauscht extrem. MZV. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wie das hier funktioniert. Also, ach so, der dreht das um 3. Dann hätten wir das V. Rätsel. Wenn er das um 3 dreht, haben wir 1, 2, 3. Dann machen wir das mal um 3. Ich weiß ja nicht, ob wir die vielleicht später noch ausschalten können irgendwie. So, 1, 2, 3, dann machen wir 4. Ne, das passt ja nicht. Ja, das war jetzt natürlich total falsch. Ich fange nochmal von vorne an.
Und wir fangen an mit 4. 1, 2, 3. Dann machen wir 3. Dann machen wir 1, 2, 3. Ich kann sowas ja echt nicht gut, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Shit. 1, 2, 3, 4. Na toll. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nee, das passt ja nicht. Och, Menno. Nochmal neu. Sowas ist ja echt nicht schwer, aber ich habe bei so Logikrätseln und ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, vorausschauendes Denken, nenne ich das jetzt einfach mal, da habe ich echt Probleme mit. Ich kann das nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Das ist für mich der Horror hier, sowas, wirklich. Alter. 1, 2, 4. Das ist so einfach, aber ich kann es nicht. Oh Gott, ich hab's. Oh Gott, ich hab's. Ich habe jetzt vermutlich ein, zwei Versuche rausgeschnitten. Du erhältst grünes Katzenauge. Ja, sehr schön. Da freue ich mich. Ja, wie gesagt, also solche Rätsel sind absolut nicht mein Fall. Viele von euch können die bestimmt richtig gut. Aber mein Ding ist es echt so gar nicht. Oh. Hallo! Oh, cool! Wow! Huh. Oh, da sind auch noch Medaillen. Kannst du nicht auch mal runterfallen? Dankeschön. Da ist noch eine Medaille. Ich glaube nur, dass wir ja sowieso keine 15 mehr zusammen... Wow! Schlange! Au! Dass wir sowieso keine 15 mehr zusammenbekommen werden. Schließen der Kirche. Was die beiden Flüchtigen anbelangt, ist die Ergreifung von Louis wichtiger als die des Amerikaners. Oh, was Louis uns gestohlen hat, ist wichtiger als das Mädchen. Wenn wir es nicht wiederfinden, ist das Mädchen für uns wertlos. Wir brauchen das Ding für unsere Pläne. Wenn es in die falschen Hände gerät, hätte das für die Welt andere als die vom Lord erwünschten Folgen. Das darf nicht geschehen. Trotzdem lassen wir das Mädchen nicht frei. Damit der Ami sie nicht findet, habe ich die Tür der Kirche, wo sie gefangen ist, verschlossen. Jeder, der in die Kirche gehen möchte, braucht Lord Sadlers Erlaubnis. Beim See ist ein Schlüssel, aber der ist sicher, seit Del Lago von unserem Lord geweckt wurde. Niemand kehrt lebend vom See zurück. Außerdem fließt unser Blut durch die Adern des Amerikaners. Früher oder später wird er einer von uns. Und dann sucht niemand mehr nach dem Mädchen. Ich dachte schon, da wäre wieder eine Schlange drin. Soweit ich weiß, kann man die erschießen und die hinterlassen ein Hühnerei. Aber ganz ehrlich, die Hühnereier bringen so wenig Energie zurück, dass mir das echt zu schade ist. Ja, nee. Soll ich draufschießen? Ich bin mir halt unsicher. Wir haben 10 und werden eine Spezialwaffe bekommen. Und die 15 erreichen wir eh nicht, weil ich auf dem Bauernhof so viele übersehen habe. Von daher, ich belasse es erstmal dabei. Ja, ja, reg dich nicht auf. Ja komm, stell dich doch mal so hin, dass ich dir genau in den Kopf schießen kann. Oh, meine Waffe ist leer. Das ist natürlich blöde jetzt, aber noch 100 Schuss in der Maschinenpistole. Jetzt fall doch um. Dankeschön. Oh. Was sind denn das für Geräusche hier? Was war denn das gerade? Toll, da ist nichts drin. Oh Gott. Ich glaube, ich möchte hier gar nicht sein. Was liegt da noch Schönes? Ah, Spinell. Keine Munition oder so? Oh Gott, das gefällt mir nicht. Das Tor ist fest verschlossen. Warte, ich höre auf der anderen Seite etwas grummeln. Ja, ich auch. Etwas sehr Lautes und Großes höre ich da grummeln. Haben wir irgendwas? Oh, Munition und Spinell.
Hier irgendwas? Nein. Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt doch schon ein bisschen an die Kamera und an diese Drehungen, die er immer vollführt, habe ich mich doch schon ein bisschen gewöhnt. Das war wahrscheinlich echt nur am Anfang. Ja, dieses typische Eingewöhnen, was man erstmal haben musste, weil es eben ein anderes Spielprinzip ist. Bin ich hier jetzt richtig? Moment. Ich weiß nicht. Ich kann durch beide Türen... Oh, sowas hasse ich ja. Ist hier jemand? Durch beide Türen gehen können, finde ich immer blöd. Aber gut, wir schauen jetzt erstmal hier. Grünes Kraut, jawohl. Und? Was sagt der Wegweiser? Köpfe hoch. Was? Köpfe hoch? Okay. Na schön. Oh Gott, Quicktime. Leon, renn! Ich hoffe... Jawohl, es kommen wieder X und A, wie beim letzten Mal. Okay, hinter mir ist nichts, ne? Wie er da steht und auf mich wartet. Kirche, See. Ach, guck mal, wenn ich da drauf schieße... Ah, shit! Hätte ich ein bisschen eher machen müssen. Da ist eine Schlange, die ist mir aber total egal. So, ich kann anscheinend auch da runter, ne? Aber ich glaube, ich sollte die erstmal alle... Ja, ja. Kannst du da mal bitte reinfallen? Danke. Au! Ha, nicht getroffen. Oh, ich glaube, hinter mir ist noch jemand. Auf jeden Fall wirft hier... Ach, da! So, wen mache ich zuerst? Wow, triffst mich nicht, Opa. Na? Immer noch nicht tot? Ach, kommt, Leute. So viel Schuss kann niemand überleben. Kommt da unten noch einer? So, der ist aber tot, ne? Das ist schon mal gut. Dann hoffe ich. Bin ich hier drin erstmal sicher? Oha, Schlange. Aua, Schlange. Hä? Die Schlange hinterlässt jetzt einfach so ein Hühnerei? Ich habe doch gar nichts gemacht. War nun gut. Das ist auch alles so... Hui. Das ist ja alles in so einem Grau- und Braunton hier. Also das komplette Spiel. Dass man die Gegner manchmal gar nicht erkennt, weil die ja auch grau-braun sind. Na komm. Haha. Sehr cool. Nein. Du triffst mich nicht.